Die Kritik ist groß an Matthias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer Verlagsgruppe. So soll er sich unter anderem abwertend gegenüber ostdeutschen und muslimischen Menschen geäußert, sowie die Bild-Zeitung zu einer Pro-FDP-Berichterstattung aufgefordert haben. Das sollen Enthüllungen der Zeit zeigen. Die Einzelheiten von Christa Lepple. Gleich auf zwei Seiten lässt die Hamburger Zeit ihre Bombe platzen. Sie veröffentlicht interne Mails und Chatnachrichten aus der Springer Führungsetage. Im Mittelpunkt Matthias Döpfner. Der mächtige Vorstandsvorsitzende lobt Donald Trump, äußert sich demnach aber abfällig über Rot-Grün, Muslime, Angela Merkel und die Ostdeutschen insgesamt. Die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig. Die Schreibweise ist original Döpfner. Wow, also das war ja nicht ein Zitat, sondern das waren mehrere. Vor allen Dingen ist es deshalb für uns so überraschend gewesen, weil ja das komplette Axel Springer Unternehmen immer wieder versucht auszustrahlen, wir sind für ein gemeinsames Deutschland. Und aus diesem Grund ist aus meiner Sicht als Vorstandsvorsitzender dieses Konzerns, der eine besondere öffentliche Bedeutung auch hat, überhaupt nicht mehr tragbar. Ein angefragtes Interview wollte Döpfner nicht geben. Am späten Nachmittag hieß es aus der Konzernzentrale schriftlich. Und Sie haben es gerade gesehen, wir hatten da leider Probleme, technische Probleme mit dem Beitrag. Wir spielen ihn jetzt noch einmal ab. Wir schauen an die Kritik, die es gibt an Matthias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer Verlagsgruppe und seinen abwertenden Äußerungen. Gleich auf zwei Seiten lässt die Hamburger Zeit ihre Bombe platzen. Sie veröffentlicht interne Mails und Chatnachrichten aus der Springer Führungsetage. Im Mittelpunkt Matthias Döpfner. Der mächtige Vorstandsvorsitzende lobt Donald Trump, äußert sich demnach aber abfällig über Rot-Grün, Muslime, Angela Merkel und die Ostdeutschen insgesamt. Die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig. Die Schreibweise ist original Döpfner. Wow, also das war ja nicht ein Zitat, sondern das waren mehrere. Vor allen Dingen ist es deshalb für uns so überraschend gewesen, weil ja das komplette Axel Springer Unternehmen immer wieder versucht auszustrahlen, wir sind für ein gemeinsames Deutschland. Und aus diesem Grund ist aus meiner Sicht als Vorstandsvorsitzender dieses Konzerns, der eine besondere öffentliche Bedeutung auch hat, überhaupt nicht mehr tragbar. Ein angefragtes Interview wollte Döpfner nicht geben. Am späten Nachmittag hieß es aus der Konzernzentrale schriftlich. Der heutige Artikel in der Zeit besteht aus persönlichen und aus jedem Zusammenhang gerissenen Gesprächen und Chats. Solche Gesprächsfetzen als öffentliche Statements und Handlungsanweisungen darzustellen, ist falsch. Die Zeit betont, ihre Quellen seien überprüft. Demnach forderte Döpfner von seinen Redaktionen immer wieder, sich politisch einzumischen. Im Bundestagswahlkampf 2021 schrieb er: Unsere letzte Hoffnung ist die FDP. Nur wenn die sehr stark wird, und das kann sein, wird das grün-rote Desaster vermieden. Diese Haltung halte ich dann in weiten Teilen schon für äußerst problematisch. Da muss sich auch Friede Springer fragen lassen, ob sie diese publizistische Richtung eigentlich will und ob Döpfner da an der Stelle auch noch der richtige Mensch ist. Friede Springer, die große einflussreiche Dame des Hauses, sagte einmal, Journalismus solle an der Politik teilhaben, aber keinesfalls Politik machen. Das hat sich offenbar unter Döpfner grundlegend geändert.